Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr fand auch 2017 am vergangenen Wochenende die Lampertheimer Autoschau statt, in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag und einem Oldtimer-Treffen rund um die Domkirche. Mit dem Muttertagssonntag stand ein toller Familienerlebnistag in Lampertheim vor der Tür. Zwischen Europaplatz und dem Amtsgericht gab es eine Attraktion nach der anderen, die für die ganze Familie Spaß und Kurzweil brachte. Im Rahmen der Lampertheimer Autoschau präsentierten die Autohändler der Region von 10 bis 18 Uhr die neuesten Modelle unter freiem Himmel. Ob Cabrio, Kombi oder Kleinwagen, die Produktpalette der Autohändler deckte alle Wünsche ab. Auf dem Schillerplatz und in der Kaiserstraße zeigten sie die neuesten Trends der Automobilindustrie und luden zum Probesitzen ein. Fazit: Die Lampertheimer Autoschau bot Attraktionen für Groß und Klein bei angenehmen Temperaturen von bis zu 25 Grad.